Und herzlich willkommen zurück zu dem Saisonfinale. Und jetzt kann ich es schon mal sagen, ganz am Anfang der Folge, es wird eine etwas längere Folge geben, denn wir haben noch zwei Spiele vor uns. Eins jetzt gegen Nürnberg und das andere gegen Karlsruhe. Und Karlsruhe ist ja, haben eigentlich nichts mehr zu verlieren. Nürnberg eigentlich auch nicht mehr. Die können weder aufsteigen noch absteigen. Ja, wobei. Ja, aber wir sind im Abstiegskampf, ja. Ich habe im Off, habe ich noch mal ein bisschen gespielt, habe ich ja erzählt. Den Monat April, den vergessen wir mal ganz schnell. Der war ja gar nichts. Gegen Hertha haben wir gewonnen mit 1:0. Das Tor hat geschossen Krattenmacher mit von Vorlage Stock. Ja, und jetzt Nürnberg. Nürnberg ist wie gesagt 12. Wir sind 14. Wir haben 32. Nürnberg hat. Also Nürnberg, weiß ich nicht, ob die. Müssen die noch irgendwie. Die müssen auch punkten. Also punkten will ja überhaupt sowieso jeder. Aufsteigen, wer steigt denn hier auf? Hannover? Eventuell Pauli? Und HSV streitet sich vermutlich mit Düsseldorf um den Relegationsplatz. Ja, gut, wir gehen rein ins Spiel. Taktik ist folgendermaßen, und zwar so. Nicht viel geändert. Bin nicht mit zufrieden, außer an der Torwartposition, aber das habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass ich den jetzt nicht besonders gut finde. Was mir noch ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist Konrad Jäckel, Neubauer und Pfeil sind alle gelb vorbelastet und könnten im nächsten Spiel nicht dabei sein. Von daher müssen wir mal schauen, dass die, oder hoffentlich, dass die keine, die wollen Krattenmacher, die wollen Wanner statt Kratte. Ja, kann man mal machen, oder? Komm. Wanner ist ja jetzt auch letztes Spiel für den. Entschuldigung. Deswegen gehen wir jetzt rein ins Spiel. Wir lassen das 3D-Spiel laufen und gehen nicht auf sofort. Aber ich werde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen und über ein Abonnement. Lass mir einfach ein Abo da, meine Güte. Was rede ich hier eigentlich so geschwollen? Das wird mich freuen. Für die Größe, die ich habe. Ich bin ja noch hier sehr relativ winzig. Muss man auf jeden Fall sagen, so. Ich weiß jetzt natürlich, was große YouTuber sagen mit die Sachen lassen nach. Bezug auf. Ja, wie sagt man? Dass es irgendwann langweilig wird, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil wir waren immer irgendwie im Abstiegskampf. Wir waren nie wirklich, dass wir sagen, oh, wir steigen jetzt auf. Okay, wollen wir auch starten hier, sonst geht es noch nicht los. Aber ich hoffe, dass das besser wird. Wie gesagt, Abo da lassen, einen Kommentar, das wäre toll. So, jetzt aber fokussieren wir uns mal ein bisschen aufs Spiel. Wir hatten jetzt eine Möglichkeit, aber da kommt Borges Sanchez und wird gekauft oder geliehen von Borussia Mönchengladbach, aber Patorek hält. Immerhin etwas. Ja, was passiert nächstes Jahr? Nächste Saison. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich habe schon den einen oder anderen Transfer in der Hinterhand. Die sind auch schon abgeschlossen. Das werdet ihr aber in der ja quasi nächsten Folge erst mitbekommen. Und
Ja, Ole Koslowski hat auch ein, ja, wie sagt man? Oha. Eine kleine Klausel im Vertrag. Und zwar, wenn wir absteigen, ist Koslowski auch nicht mehr Trainer bei Elversberg. Und die Jungs und der ganze Vorstand, die wollen den Ole in Elversberg sehen. Deswegen geben sie alles. Wie sieht es da spielerstatistikmäßig aus? Weiß ich nicht. Zwei Fouls haben wir schon, gut. Flick hat jetzt eine gelbe Karte von. Aber trotzdem haben die jetzt Ball. Ja, Sanchez macht da gut Alarm. Wäre auch einer für uns gewesen, können wir uns aber oder konnten wir uns nicht leisten. Was auch nicht schlimm ist. Ich glaube, wir haben eine relativ gute Truppe zu beisammen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Fußballmanager-Phänomen. Boah. Jetzt hält er auf einmal, weißt du, die Bälle. Dass, wenn man, ja, wie sagt man, wenn man Spieler kauft, meistens funktionieren die Stürmer nicht. Oh, jetzt mal langer Ball auf Fakir. Fakir in seinem letzten Spiel für Elversberg. Das kann ich, vorletzten Spiel, das kann ich jetzt schon mal sagen. Fakir hat mir gar nicht gefallen und ich hätte den auch auf die Transferliste gesetzt und im besten Falle verkauft. Aber der ist ja geliehen von irgendeinem Verein, glaube ich, aus. Was weiß ich. Jäkel, du kannst auch länger einfach warten, bis der Gegner kommt, weil das ist dann einfacher. Also ehrlich. So, jetzt nochmal über die Außen, über Golla. Auch mal stören, bitte. Danke. Jetzt hat du. Ja. Was ist denn da passiert jetzt? Warum springt denn der Torwart in die komplett falsche Ecke? Warte mal. So, das. Okay, das musst du sowieso schon verteidigen, das ist klar. Aber halt abgefälscht. Ah, Mist. Ja, okay, dann. Dann gar kein Problem für. Also, dass Patorek den Anführungszeichen Fehler gemacht hat. Ich habe gedacht, er hätte irgendwie mittags um zwei schon gesoffen. Aber wir dürfen uns jetzt auch nicht irgendwie. Hinten reindrücken lassen. Und das tun wir irgendwie. So, jetzt mal Stock auf Pfeil. Pfeil. Ja, versucht die Flanke. Da waren auch genug. Jetzt rochelt auch nicht. Schade. 29.000 Zuschauer im Club, beim Club. Also noch sind wir auf Platz 14. Das würde rein theoretisch bis jetzt passen. Boah, hat er schon wieder gehalten? Was ist denn mit dem jetzt los? Ja, können wir machen. Der Flick, der kommt aber auch dauerhaft zum Einsatz, zum Kopfball und so, ne? Bei Ecken. Mal überlegen. Kannst du mir nicht erzählen, dass ein Rechtsverteidiger das Tor geschossen hat? Und mir kannst du auch nicht erzählen, dass die auf einmal dauerhaft irgendwie vorne sind. Seit 30 Minuten daddeln die nur vorne bei uns rum. Und wenn wir den Ball haben, verlieren wir den. Ah ja, Wanner macht's jetzt mal. Jetzt mal schnell machen. Naja, und dann kommt die Borussia Mönchengladbach-Taktik hinten rum. Statt auch mal Leute laufen zu lassen. Jetzt mal Rochel, der nimmt sich mal ein Herz, natürlich. Warum auch nicht? 36 Minuten gespielt. Jakobs sind schon wieder. Oh, Patorek, ey, der hat gehört. Der sieht schon, wer nächstes Jahr kommt.
Jetzt habe ich es ein bisschen verraten. Für die, die zugehört haben, könnt ihr mal gerne reinschreiben, was ich gerade gemeint habe. Das war abseits. Na, anscheinend nicht. Doch. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Tor. Pfeil und Jakobsen. Also Pfeil ist im nächsten Spiel raus. Cool. Oh Mann, ey. Jäckel auch. Cool. Müssen wir mit der B-Mannschaft auftreten einfach. Veit und Jäckel sind einfach raus im nächsten Spiel. Vor allem Jäckel in seinem Abschiedsspiel. Oh Mann, ey. Ja, schade. Ich weiß auch nicht, soll ich schon jetzt Grundausrichtung offensiv stellen? Das ist ja die Frage. Oder soll ich nur Konter stellen? Spiel doch den Ball, Mann. Was machst du denn immer mit diesen hohen Dingern da? Spiel doch einfach die Linie entlang. Ja gut, dass man den nicht verwerten kann, das ist auch schwierig, aber gut für uns. So, Halbzeit. Ab zum Pausen-D mit dem Finger zeigen. Ihr habt nichts falsch gemacht, ihr habt nur Pech. In der Schule würde man sagen, war stets bemüht. Boah. Jakobsen spielt ein gutes Spiel. Ich habe nur Dierholz, der für Jakobsen spielen kann. Ach du dickes Ei, warte mal kurz. Im Ballbesitz. Soll ich mal das früh Flanken rausnehmen? Ich glaube, ich nehme das mal raus. Das aber hinterlaufen, rechts und links. Entweder fliegt mir das um die Ohren oder halt nicht. Und ich gehe auf Konter und setze Gegenpressing raus. Ey, vielleicht klappt's. Wir werden sehen. Rainer setzt sich hier hin. Und Kratte kommt rein. Eigentlich müsste ich jetzt auch noch Antovic nehmen, aber das ist auch so ein Typ, den musst du eigentlich verkaufen. Weil für mich spielt der null eine Rolle. Ach, guck mal, jetzt habe ich die ausgewechselt, jetzt ist die Eingespieltheit oder die Vertrautheit gar nicht mal so gut. Ja, kann ich jetzt auch nichts für. Wanner ist inverser Flügelspieler. Ich gehe mal nur auf Unter. Hallo, ich gehe nur auf Unterstützen. Kratte, ja gut, der bleibt. Ja, dann gehen wir so rein in die zweite Halbzeit. So. Abfahrt. Ah, guck mal. In die Schnittstelle musst du den Ball da einfach reinspielen. Und dann sollte das auch funktionieren. Rochelt jetzt. Rochelt mit dem 1-1. Let's go. Let's fucking go. Geiles Ding. Auch noch Rochelt, weißt du? Auch noch Rochelt. Hatte so seine Phasen, aber ich habe immer an den geglaubt, an den Jungen. Hat er gut gemacht. Sich auch mal selber durchgesetzt da. Auch einfach mal auf die Mitspieler ein bisschen. Ich kenne euch nicht. Ich mache mein Ding jetzt alleine. Geiles Ding. Auch mal loben. Sehr, sehr gut. Jeder Punkt ist wichtig hier im Abstiegskampf. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt müssen wir auch ein bisschen gucken, dass wir nicht direkt sofort und schnell einen Ball reinkriegen. Eckball. Auch mal wehren. Und jetzt, komm, leg mit dem zweiten Ding nach. Leg mit dem zweiten Ding nach. Und das ist rot. Schiri, ey.
Das gibt, aber das muss doch keine Karte geben. Gibt keine Karte, natürlich nicht. Ist der Nürnberg. An Bayern ist das ja dran. Von daher, so Eckball nochmal von Rochelt. Der kann jetzt das Tor nicht mehr schießen. Aber es gibt ja auch noch andere, wie zum Beispiel Stock. Der Paul Stock. So 50 Minuten sind um. Christian Mantegna. Seit der Systemumstellung sind wir ein bisschen besser, glaube ich, in der Fahrt. Aber ich muss gleich die. Boah, Patorek, was der. Was hält der denn? Der hat ja bis jetzt alles gehalten, außer diesen einen abgefälschten Gegentreffer. Brown jetzt mit der. Ja. Ist auch so eine, wahrscheinlich so eine Fußball-Dings-Krankheit, so. Du darfst nichts sagen, sonst kriegst du direkt einen drauf. Verdammte Scheiße. Ja, noch sieht's gut aus. Noch sind wir Platz 14. Aber darum geht's ja nicht. Darum geht es ja nicht. Wir müssen die Konter besser ausspielen. Und hier muss der direkt da dran. Hä, warum stören die da hinten nicht? Fehlhauer für Konrad. Ja, ich wechsle jetzt auch noch mal aus. Fehlhauer, ne? Warum Fehlhauer für Konrad, wenn ich Antonitsch da hab? Ja gut, wahrscheinlich aus gutem Grund, aber. Ach, Mann. Er ist motiviert. Ja. Er ist motiviert. Ich will ihn aber jetzt echt nicht da. Ja, Luca Dürholz. Komm. Komm, Luca, dann spielst du. Was soll ich da machen? Vorgeschobener Spielmacher. Nee, du gehst hier hin. Zurückgezogener Spielmacher. Zurückgezogener Spielmacher verteidigen. Auch wenn es jetzt nicht da so deine Lieblingsposition ist, aber da muss jetzt durch. Und ich bringe Ihmchen. Den haben wir ja wahrscheinlich nächste Saison noch. Also, was war das jetzt? Stoßstürmer. Wieder ein Stoßstürmer. Ich habe nur Stoßstürmer. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu wenig habe. Ich habe keine Ahnung. Zu wenig zu Dings habe. Und dann wollen die, und dann wollen die, und dann wollen die. Aber ich bin noch der Stoßstürmer, also lauf ich. Vielleicht müssen wir ein bisschen gucken. Ach so. Das dauert hier aber heute, du. Aber hier passiert auch immer was. Taktik kann ich gleich erst und reden auch. Ogolla. Sag mal. Vandermeersch, machst du auch irgendwann noch mal irgendwie ein gutes Spiel? Junge. Also so schlecht sind wir, weiß Gott, nicht gegen die, ey. So schlecht sind wir, weiß Gott nicht. Ja, jetzt muss ich alles nach vorne ballern, ne? Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Mehr aufrücken. Umschaltspiel. Wir gehen volle Möhre jetzt. Über gegnerische Verteidigung. Habe ich noch nie gemacht über gegnerische. Vielleicht klappt es ja. Spiel schnell fortsetzen. Vielleicht klappt ja dann noch irgendwas. Ja, sieht gut aus. Und man muss auch festhalten, an jeder
an jedem Tor und natürlich, ich habe so meine Bedenken mit, kann das sein, dass ich jetzt im nächsten Spiel keine Innenverteidigung habe? Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich vertue mich, ne? Aber ich glaub's fast nicht. Ich glaub's fast nicht. Oh, nee, ey. Was? Es dürfte hilfreich sein, wenn Florian Fick hat, aber. Ja, dann mach doch. Dann mach doch. Also das Ergebnis ist in meinen Augen viel zu hoch. Ich meine, klar, ich habe jetzt ein bisschen. Ich habe es vergessen, weil ich gerade irritiert war. Das wird nächstes Jahr lustig um die Nummer 1 im Tor, wenn der Patorek so weitermacht. Patirok. Patirok, nicht Patorek. Warum sage ich immer Patorek? Patirok. Aber hat wahrscheinlich bis gerade auch keiner von euch gecheckt. Anfeuern. Junge, 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 Junge. Da hast du keine Worte mehr für, sage ich dir. Da hast du keine Worte mehr für. 10 Minuten noch. Ich könnte jetzt noch einen Wechsel machen, aber. Der Tulan ist endlich weg, ja gut. Wenn ihr 82 Minuten es nur schafft, mit dem irgendwie was zu reißen, dann selber schuld. So. Passiert hier noch mal irgendwie was? Ich meine, Nürnberg zieht sich zurück, heißt, wir müssen agieren. Wie sieht's denn aus? Das hat ja jeder schon gespielt jetzt, ne? Langer Ball auf Martinovic, der einen sehr, sehr schwierigen Start hat nach seiner Verletzung. Ja, komm, machen wir. Ist doch kein Thema. Handwerker, Goller, ja, das. Das ist lächerlich. Also beim allerbesten Willen, aber das ist absolut lächerlich. Kannst du dir im Abstiegskampf nicht erlauben. Vorhin geht es ja nicht nur um die Punkte, sondern auch um die Tordifferenz. Und wenn Fürth jetzt meint, oder Braunschweig im nächsten Spiel gewinnen zu müssen, so, dann haben wir ein Problem. Ja, Spielende. Also, anscheinend bleiben wir drin. Gut gemacht. Dank der Ergebnisse auf anderen Plätzen bleiben wir drin. Wir bleiben in der zweiten Fußball-Bundesliga. Hat die Konzentration verloren. Nee, also ich sag mal so, mein Co-Trainer, der mir die Sachen vorgibt, das ist ein richtig guter und der hat auch totale Ahnung von. Wir verlieren 4-1 und bleiben trotzdem in der ersten Liga. In der zweiten Liga.
Also das kannst du dir wirklich beim besten Willen nicht ausdenken. Du gewinnst gegen Hertha 1-0 und verlierst gegen Nürnberg 4-1. Und dann bleibst du auch einfach noch drin. Bundesliga-Prämie für Koslowski, ja sicher, was kriege ich denn hier? Prämie von 11.250 für den Klassenerhalt, ja sicher, ist doch Tömmes. Wer ist Tömmes? Ist das mein Co-Trainer, der mir falsche Angaben gibt? Gut. Ja, dann heirate den doch. Ehrlich. Erleichterung bei Elversberg nach Klassenerhalt. Ja, jetzt kann ich auch ohne Dings spielen hier. Wie heißt es? Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Konrad, Jäckel, Pfeil. Ich habe keine Innenverteidigung im nächsten Spiel. Ich habe keine Innenverteidigung. Ach du Scheiße. Das hatte ich ja auch noch nie. Gut, hier, das können wir so kompensieren. Da kommt Kratte rein. Das ist ja okay. Dann müssen wir Antonitsch spielen lassen für Konrad. Oh Gott, ey. Können wir den nicht irgendwie spielen lassen oder so? Bitte? Hallo? Danke? Nein? Eieieiei. Wir haben ja auch nichts. Wir haben ja auch nichts. Ich muss jetzt einen Torwart mitnehmen. Haben wir hier irgendwas drin? Zweite Mannschaft? Einfach nur, damit wir den dabei haben. Amar Cisse. Läuft in einem Monat aus. Kriegt 100, 100 Euro. Oh, was ist denn das? Was heißt das? Vertragslos. Ah, Makrinos. Der hat doch ein Dings von mir bekommen, oder nicht? Naja, egal. So, was ist mit dir? Kannst du im nächsten Spiel zu mir kommen oder was? Ich bin erste Mannschaft, ich darf das. Nicht verfügbar. Jetzt schon. Ich bin die erste Mannschaft. Und du spielst, wenn ich das sag. So. Ja, schönen guten Tag übrigens erstmal. Wie alt bist du eigentlich? Ich habe dich einfach nur genommen, weil du ein Stürmer bist. Und vielleicht besser als. Ja. So, haben wir hier nochmal was. Innenverteidigungstechnik. Pause. Benötigt Pause. Weißt du, was du kriegst? Einen feuchten Händedruck. Ne? IV, jetzt muss ich. 1,7, der ist. Sag mal, ist ja kein Wunder, dass. Wo spielen die? Also, die spielen gar nicht. Ja, ist auch nicht schlecht. Spielen die? Die spielen auch nicht. Hat Elversberg überhaupt eine zweite Mannschaft? Also das kannst du dir ja nicht ausdenken, dass eine 1,74 und eine andere 1,70. Das ist ja der absolute Knaller. Wer ist denn Andi? Andi Mehmeti. Finn Behring. Ja, ich brauche halt einen Innenverteidiger, ne? Das ist das Problem. Ich muss irgendwie gucken, dass ich das jetzt hier gedaddelt kriege. Aber wir gucken mal. Das machen wir auch schon mal so. Müssen wir halt einen Torwart mitnehmen. Dann ist es so. Jäckel, ja, Arne Sicker. Dann würde ich eher den hier spielen lassen. Auch wenn er das null kann. Naja. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal einen ganz kurzen Cut. Bis zum nächsten Spiel gegen, was ist das, Karlsruhe. Auf Platz 12. Bleibt aber anscheinend auch drin, logischerweise. Und dann sehen wir uns dann da. Kleiner Cut und dann geht's weiter. Ich habe es euch versprochen.
letztes Spiel gegen Karlsruhe. Ich habe jetzt die Taktik einigermaßen gewuppt bekommen. Wie gesagt, das habe ich ja hier gesagt, mit Wanner können wir so machen. Ja, Innenverteidigung ist halt die Innenverteidigung. Bin ich jetzt kein Freund von, aber muss man halt jetzt machen. Patorek bleibt natürlich im Tor, obwohl ich Koblenz auch dabei habe, mal vielleicht ja, der 80. irgendwie reinbringen. Ansonsten habe ich in dem Sinne nichts gemacht. Boyamba ist wieder fit gewesen, den habe ich jetzt auf die erstmal Ersatzbank gebracht oder gesetzt. Und hier Marzitele ist 18 Jahre, kommt von der unserer U19, kriegt jetzt direkt hier einen Stamm, steht direkt in der Stammelf, weil ich sag mal so 22 Spiele oder 23 und 11 Tore. Nur in dieser Saison, das ist schon besser als das hier. 24 Einsätze, 5 Tore. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt direkt drei Dinger macht, aber statistisch gesehen ist der auf jeden Fall besser als Fakir. Martinovic und Kofi zusammen. Ja, was für ein Sofortergebnis. Wir gehen aufs Spiel. So, ein Spieler braucht noch Rücknummern, ja sicher. Haben wir die 7 für den? Nein. Das war ein Witz, hallo. Entspannt euch. Ja, komm, kriegst du die 20. 20 ist doch auch eine gute Nummer. Eine gute Nummer. So. Hoffen wir mal, dass die gute Nummer jetzt auch auch auf dem Platz ein bisschen was bringt. Ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Bei dieser KI, ob die sich ein bisschen getriggert fühlen, wenn jemand anderes auf dieser Position spielt, wo normalerweise, ja, sag ich jetzt mal, du spielen kannst. Das kann man nicht so genau wissen. Aber wir wissen, dass wir jetzt hier gewinnen wollen und deswegen gehen wir rein. Gut. Stindl spielt schon mal nicht, das ist gut. Aber die haben auch direkt schon wieder, die haben auch direkt schon wieder eine Ecke, ne? Die haben auch direkt schon wieder eine Ecke. Ja, schon wieder, gut. Elversberg im Angriff. Hört sich gut an. Ja, hier unten interessiert mich das nur. Ich meine, wir sind ja weiter, wie wir eben gehört haben. Aber das heißt ja nichts. Ja, ah nee, warte mal, ich mach das mal weg. Das hat mir letztens besser gefallen. Ich mach das mal weg und Hinterlauf mache ich an. So. Und wir gehen auf Konter. Und nicht auf Gegenpressing. Mal gucken, ob das was bringt. Es bringt nichts. Igor Matanovic mit dem 1:0 für Karlsruhe. Ich glaube, die Wiederholung brauchen wir nicht zu sehen. Einfach weitermachen, ja. Weiß ich nicht, aber komm, machen wir mal. Also, so eine wirkliche Taktik haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Also, da bin ich ehrlich. Klar, wir haben jetzt dauerhaft mit einer gespielt und die Vertrautheit ist da, aber so wirklich haben wir nicht so eine Aufstellung, wo wir sagen, ey, die ist ganz geil. Und warum schießt man den Ball komplett nach hinten? Verstehe ich nicht. Spielt auf die andere Seite. Ah, warte mal. Jetzt mache ich hier Blödsinn. Etwas vertikaler. Verdammte Axt.
Wo soll denn der Ball hin? Aber er holt sich den wieder. Der 18-Jährige. Eieiei. Mazzitele. Ja, lachen die Leute noch drüber. Pass mal auf, wenn er nächstes Jahr, der macht er die Hütten voll. Was wir aber auch nachher mal gucken können, ist, wer abgestiegen ist und wer Meister und so in der ersten Liga geworden ist. Mazzitele, der hat auch keine Bedenken, der schießt auch einfach mal das Ding drauf. Das ist auch irgendwie ziemlich geil. Aber da weiß ich auch nicht, ist es so wie in echt, so dass man keine Scheu irgendwie davor hat, einen Fehler zu machen als junger Spieler oder dann doch. Also wir sind auf jeden Fall gut am Start bis jetzt. Aber das heißt ja nichts. Karlsruhe führt immer noch. Elversberg im Angriff. Van der Mesch versucht. Ja. So, Einwurf. Krattenmacher, Jakobsen. Nochmal Kratte, Wanner, Kratte, Rochelt. Ja, vielleicht die Mitte, da wäre Mazzitele gewesen. Aber okay. Ist nicht schlimm. Ich meine, Sieg wäre jetzt im letzten Spiel ganz geil. Aber ich bin einfach erstmal froh, dass wir drinnen geblieben sind. Aber die nächste Saison muss einfach auch besser werden. Ganz klare Geschichte. Und die Innenverteidigung, die ist so schlecht, ne? Also mit Konrad und Jäckel war schon schlecht, aber die zwei, die sind ja. Gut, Fehlhauer ist ein Rechtsverteidiger, ja, okay, aber. Oh, hat sich was getan. Fürth führt jetzt 1-0 gegen Schalke. Und somit ist Braunschweig in der Relegation um den Verbleib. Meine Güte. Um den Verbleib in der zweiten Liga. Er wird oft geschickt, der Junge. Und da macht er auch direkt die erste Vorlage. Maurice Krattenmacher. Mit eventuell seinem letzten Spiel für Elversberg schießt das 1 zu 1 und das war sehr, sehr gut gemacht. Auch von Mazzitele, der 18-Jährige, den man gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte und dann kommt er einfach notgedrungen mal in die Startaufstellung und macht jetzt tatsächlich dann auch eine Vorlage. Und ich sag mal so ein Tor wäre auch was Feines für den. So, Mazzitele nochmal. Verliert den Ball, nicht schlimm. Weiter geht's. Ball zurückholen. Viel zu weit weg. Viel zu weit weg vom Gegenspieler. Viel zu weit weg. Und da weiß ich auch nicht, Gegner im Ballbesitz. Was macht man denn dann da? Flanken verhindern. Was macht man bei, wenn der Gegner läuft und man ist zu weit vom Gegner weg? Weiß die Verteidiger näher an das eigene Tor zu verteidigen, wenn die Gefahr eines gegnerischen Angriffs besteht, reduziert die Anfälligkeit im Raum hinter der eigenen Abwehr geht, aber ja, gut, aber. Ich lasse das erstmal nochmal so, aber das ist jetzt Mist gewesen. Das ist jetzt Mist gewesen. Schade. Schade, schade. Aber okay. Aber okay. Muss ich was tun hier, aufstellungstechnisch? Jakobsen ist ängstlich. Ich glaube es sehr wohl nicht. Stock ist ängstlich. Also das, wenn jetzt hier bei Mazzitele ängstlich steht, ne? Spielt ein gutes Spiel, 7. Gut, wird auch an der Vorlage liegen, aber
Ich lasse das jetzt erstmal so, glaube ich. Ich lasse das jetzt erstmal so. Gehen wir rein in die zweite Mannschaft, in die zweite Mannschaft, in die zweite Halbzeit. Rochelt, ja, das ist immer, also ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, was ich da einstellen soll, damit es besser wird. Aber die Leute, die das Video jetzt hier gucken, man schreibt ja keinen Kommentar. Was macht denn bitte Wanner da? Krattenmacher jetzt. Er verliert den Ball. Ja. So, oh Mann, Eckball für uns. Gut. Rochelt, mache doch noch mal wie im letzten Spiel. Ne. Fellhauer. Versucht, meine Flanke zu bringen. War wohl nischt. Oh, Krattenmacher ganz stark. Nochmal ganz stark. Sehr schön. Jetzt Van der Meersch, der auf Stock. Stock auf Mazzitele. Das gibt eine Ecke. Ich glaube, der wäre schwierig geworden für den Torwart von Karlsruhe. Wenn der nicht abgefälscht geworden wäre. Fehlhauer jetzt auf Mazzitele, auf Neubauer. Mazzitele stand im Abseits. Ja, schade. 50 Minuten gespielt, Krattenmacher. Der macht aber auch echt viele Fehler. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da, ja, da ist die Eingespielte noch nicht da. Ich glaube, zwischen Rochelt und Mazzitele. Das muss man auch ganz klar sagen. Mir gefällt das Spiel aber gerade ganz gut, aber auch wie beim 1-0 ist es immer noch so, dass Karlsruhe, ich sage, will immer Kaiserslautern sagen, dass Karlsruhe halt 2-1 einfach führt. Und das hilft uns auch nicht, wenn wir gut spielen. Aber wir holen uns jetzt die Bälle endlich mal wieder. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, ein Tor zu schießen. Also versuchen tun wir es, aber auch mal, dass der Ball reinkommt. Oh. Schade. Ich muss mir da mal kurz die. Ja. Okay. Konter habe ich das und das habe ich. Ja, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen gar nichts geändert. Van der Meersch in seinem letzten Spiel für Elversberg. Also das. Ja, ausgegebene Punkt war Van der Meersch, ne? Und den kann ich nicht mehr rausnehmen. Schien heiß zu sein, schien motiviert. Ja, die sind alle motiviert und heiß, ey. Aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Verdammte Axt. Was mache ich? Hat Wanner genug? Kriegt Kofi sein letztes Spiel? Oder Fakir sein letztes Spiel? Oder Krattenmacher sein letztes Spiel? Mazzitele lasse ich so lange drauf, so lange oder so lange, bis die Note 7 ist und grün, lasse ich das so, wie es ist.
Boah, ein 3-1, das kriegst du nicht aufgeholt, glaube ich. Das kriegst du, glaube ich, nicht aufgeholt. Ich probiere mal was. Kannst du jetzt mal bitte in die Mitte gehen? Entweder fliegt mir das hier jetzt um die Ohren. Oder es funktioniert. Patrick Dragon ist eigentlich kein Innenverteidiger, ne? Antonitsch, ne? Den kann ich ja beim besten Willen irgendwie nicht leiden. Das ist nichts gegen den persönlich, aber in dem Spiel ist er halt ein bisschen schwierig. Ja, dann machen wir das so erstmal, so damit das hier weiter auch geht. Damit das hier jetzt auch mal weitergeht. 60. Spielminute. Ah, komm, ermutigen wir sie nochmal. Wir haben aber auch Innenverteidiger oder generell Verteidiger, wir verlieren jedes Kopfballduell. Jedes. Das ist unglaublich. Ob es bei uns hinten ist oder da vorne. Krattenmacher mit dem Pfosten. Schuss. Das wäre vielleicht nochmal was gewesen, wo man sagen könnte, so Jungs, und jetzt aber mal Abfahrt. Gibt nochmal alles. Rossmann kommt. Also langsam wird es echt lächerlich. Also, wir können doch gar nicht so schlecht sein. Das geht doch gar nicht. Van der Meersch jetzt mit dem Tor. Gut. Wanner mit der Ecke. Wir sind doch auch gar nicht so schlecht. Ich meine, uns fehlt halt nur der letzte Schnipp irgendwie. Oh. Das wär's, ne? Wenn Marzi Tele irgendwie noch mal ein Tor schießt. Aber ich meine, wir sind drin geblieben, so. Ist ja auch alles total schön, aber ich muss jetzt echt nicht so hoch verlieren. Ich meine, und wenn wir verlieren, verlieren wir wirklich hoch. Das ist ja das Ding. Boyamba kommt. Vielleicht ist der nochmal wichtig fürs nächste Jahr, wenn er nicht verkauft wird. Aber gut, vielleicht liegt es ja doch am Torwart. Aber gut, die gehen ja auch nicht. Guckt euch das an. Ja, gut. Jetzt hat Antonitsch mal irgendwie was geschafft. Aber. Nee, aber den Torwart, den habe ich eh schon abgeschrieben. Ganz klare Geschichte. Oh nee, wer ist denn jetzt verletzt? Rochel ist verletzt. Und ich habe eben Wanner ausgewechselt. Und Boyamba eingewechselt. Weil ich gedacht habe, okay.
Dann schafft er schon. Aber guck mal, jetzt schießen wir auch mal aufs Tor, ne? Das ist ganz geil. Ich mach das hier auch noch mal rein. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Let's go. Ermutigen. Aber da könnte ich auch nicht richtig spielen, ne? Wenn der Trainer ganze Zeit alle 10 Minuten so die Taktik ändert. Ja, kann ich ihn auswechseln? Ich habe jetzt zweimal ausgewechselt, normalerweise schon. Die Frage ist halt gegen wen? Rochelt gegen niemanden. Gut. Gut. Alter, das gibt's doch jetzt gar nicht. Wir sind noch gar nicht so wirklich aggressiv genug. Gar nicht aggressiv in den Zweikämpfen oder Schüsse aufs Tor, 4 Stück. Aber Schüsse waren wir besser, aber die waren effektiver. Gut, sie haben von 10 aufs Tor 4 untergebracht, aber Aspekt der Goals waren, sind wir sogar besser. Neben das Tor, Großchancen, Ballbesitz haben die mehr, aber was interessiert uns Ballbesitz? Wir sind einfach in allen Ermessen besser. Ja, und was mache ich jetzt? Ah. Ich meine, Jakobsen ist ja eh. Ja, das ist ja bekloppt. Komm, Hamza. Bringt ja alles nix. Komm, Hamza hier. Und warum ich den jetzt hier hinstelle, der kann da nur spielen. Ich habe den mal irgendwie, glaube ich, gekauft. Habe ich den gekauft? Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich die Position gar nicht gebraucht habe vom Duisburg. Ja, dann ist alles hier nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich euch. Bin ja auch gerade ein bisschen gedamaged, was das angeht. Ich will jetzt auch nicht sicker für. Ach komm, ist doch alles egal. Ist doch jetzt alles wurscht. Wenn es klappt, klappt das. Wenn nicht, dann halt nicht. 3 Minütchen, dann haben wir halt hinter uns. Noch 1 Minute. So, jetzt müsste das Spiel auch vorbei sein. Und somit verlieren wir 4:2 gegen Karlsruhe. Mazi Tele hat sich gut präsentiert auf jeden Fall, muss man auch ganz klar sagen. Das war zu wenig von uns. Ich bin angepisst bis zum Gehtnimmer. Ne, Mazi Tele, der achte junge 18-Jährige, der hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Und sollte man definitiv für nächste Saison mal im Hinterkopf behalten. Anhari feiert Debüt für 2 Minuten bei seinem neuen Verein. Macht einen sehr starken Eindruck, ja, sicher. So, pass mal auf. Also 32 Punkte, 34 Spiele, logischerweise. Minus 19 Tordifferenz. Ich meine, es war Klassenerhalt drin, so. Ne? Also Klassenerhalt. Die Frage ist, was müssen wir in Anführungszeichen müssen wir nächste Saison schaffen? Ja. Hannover geht hoch, Pauli geht hoch und der HSV ist in der Relegation. Und der ist in der Relegation gegen mein Vertrag, Vertragsdetails. Gegen wen ist er denn in der Relegation? DFB-Pokal, DFB-Pokal, DFB-Pokal.
Vereinssymphonie. Wir haben noch nie mit dem Weihgelben gespielt. Übrigens. Ja, weiß ich auch nicht. Ist mir jetzt auch egal. Den hätte ich gern gehabt. Ach, warte mal, jetzt kann man doch hier gucken, gegen wen die spielen müssen. Gegen Darmstadt. In 4 Tagen und in 8 Tagen gegen Darmstadt. Okay. Und dann können wir das doch so. Dann gehen wir auf Bundesliga. Dann gehen wir auf Spiele und Ergebnisse. Und dann haben wir hier die Liga. Und zwar Borussia Mönchengladbach geht runter, Werder Bremen geht runter. Darmstadt spielt gegen HSV um Aufstieg oder Abstieg. Bayern ist aber sowas von Meister geworden. Haben die irgendjemanden gekauft? Irgendwas Neues? Was man noch nicht so kennt? Ja, Ihmchen hier? Oh, nee, ist auch nicht so gut, oder? Xaver Schlager haben sie auch geholt. Aha. Oh, der ist aber auch stark, ey. Lecko Balski, guck dir das mal an. Ja, ansonsten. Brahim Diaz. War der schon immer da? Nee, anscheinend nicht. Aber warte, hier soll noch einer. Nikola Milenkovic. Hat viel gespielt, auf jeden Fall in Bayern. Naja. Leipzig Vizemeister, Dortmund Dritter, Vierter, Leverkusen Fünfter, ist Frankfurt den 6. Platz belegt, Wolfsburg und 7 Hoffenheim. Sehr, sehr gut. Wie sieht's denn in der dritten Liga aus, damit wir das hier auch abgefrühstückt haben? Titelverteidiger Elversberg, das sind wir. Spielergebnisse, so. Dresden kommt hoch. Oh nee, Dresden kommt hoch. Regensburg, dann noch Bremen, Gladbach, Alto. Alto Belli. Haching geht runter. Bielefeld geht. Oha, Bielefeld geht einfach irgendwie. Was ist das? Regionalliga? Regionalliga gehen die einfach. Ach du dickes Ei. Haben die hier schon einen Spieler, der nichts kostet? Die kosten doch hier alle jetzt nichts mehr, oder? Jonas Gerksen. Der ist doch von Gladbach geliehen, oder? Ja, den kaufe ich aber garantiert. Da kannst du mal für. So ein Innenverteidiger oder so? Ja, ich guck mich einfach da gleich noch um, weil ganz ehrlich, die gehen jetzt in die Regionalliga. Ja, Rot-Weiß Essen wird wahrscheinlich jetzt nicht so die großen Spieler haben hier. Felix Götze. Ja, weiß ich nicht, ne? Ich meine, der macht wahrscheinlich seinen Job, aber. Ja, Dresden steigt auf. Ich glaube, Regensburg ist Dings hier, ne? Also Brücken bleibt Gott sei Dank noch. Das ist ja unser Erzrivale. Saarbrücken bleibt Gott sei Dank noch in der dritten Liga. Aber dass Bielefeld runtergegangen ist unter Haching. Uiuiui, hoffentlich hat der. Das Präsidium ein bisschen was gemacht, dass Krattenmacher bei uns bleibt. Tizian Zimmermann, den habe ich auch letztens bei einem Video gesehen, ich weiß nicht mehr von wem das war. Da ist der richtig abgegangen, ne? Da ist der richtig abgegangen. Ah ja, und hier der ist ja auch von uns. Wo ist er denn jetzt hier? Bin ich jetzt blöd? Hier war doch gerade einer unserer Spieler. Ist der auch von uns?
Ist egal. Ja, liebe Leute, das war's. Riesenhaber, Straße. Mit der ersten Saison von der Elversberg-Karriere. Wir erhalten 8, also 9 Millionen Euro. Ja, das ist gut. 3 Wochen, das passt. Freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich zugeguckt habt. Wahrscheinlich guckt jetzt eh keiner mehr zu, wenn man alleine schon die Zeit sieht, wie lange das Video geht. Aber dennoch, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst, wenn es dann heißt, zweite Saison. Und dann mal gucken, was geht. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.